Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo hier bei uns auf dem Kanal. Es ist ja in den letzten Tagen so ein bisschen Holper die Stolper bei uns gewesen. Ach, das kann man so nicht sagen. Das neue Jahr hat richtig bescheiden angefangen. Ja, das ist wahr, denn vor 2 Tagen hat Marios Grafikkarte das Leben satt gehabt. So mitten in der Nacht hat sie mal gedacht, sie raucht mal eben ab. Und wir haben so schnell auch keinen Ersatz. Wir haben jetzt zwar eine Lösung gefunden, Mario hat meine Grafikkarte bekommen und ich zocke an unserem Gaming-Notebook. Wir müssen mal schauen, wie das funktioniert. Ja, es ist einfach nicht vergleichbar mit einem richtigen Rechner. Aber er kann ARK trotzdem relativ gut darstellen. Ja, doch tatsächlich mit sehr, sehr guten Einstellungen. Nichtsdestotrotz, wir fangen erst ab morgen dann wieder an, regelmäßig Folgen rauszubringen. Also heute kommt keine ARK-Folge, so schnell kriegen wir das jetzt auch nicht mehr hin. Es ist ja gleich um 3, also naja. Deswegen ab morgen 15 Uhr dann wieder eine ARK-Folge am Tag. Genau. Wir bemühen uns in der Zwischenzeit mal irgendwie ein bisschen um Ersatz für die Grafikkarte. Ist gar nicht so einfach, sage ich euch, wenn der zuständige Versandhändler, der quasi für die Garantieansprüche zuständig ist, insolvent ist. Ja, das ist richtig toll. Da gab es dann heute Morgen eine E-Mail und wir dachten, wir fallen vom Glauben ab. Weil gerade just in dem Moment, also ich meine, man kann zwar die Grafikkarte einschicken und es wird dann auch entsprechend versucht zu reparieren oder Kosten erstattet, aber dann heißt es dann, okay, wenn Kosten erstattet werden, geht das in die Insolvenzmasse und die wird natürlich erstmal an die anderen verteilt, bevor die Kunden ganz am Ende irgendwann mal vielleicht mal was kriegen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da Ersatz kriegt, ist sehr gering. Das ist wohl wahr. Aber gut, wir lassen uns ja nicht unterkriegen. Wir sind guter Dinge, dass das jetzt doch irgendwie noch eine Lösung geben wird. Solange, wie gesagt, zock ich halt alternativ. Genau, und das passt natürlich auch hervorragend zusammen mit dem letzten Update. Das hat nämlich extreme Probleme bei vielen Servern verursacht. Der Server war jetzt auch fast einen ganzen Tag down oder anderthalb Tage sogar. Und da ist einiges im Argen. Dem letzten Patch haben sie richtig versaut. Also da müssen sie noch ein bisschen nachbessern. Von daher, es passte irgendwie so zusammen. Grafikkarte kaputt, man konnte nicht aufnehmen, der Server war sowieso down. Also ich weiß nicht. Also wir können direkt zu 2017 übergehen. 2016 ist jetzt schon scheiße. Ja, Mario hat schon einen Haken hintergesetzt, hat er mir vorhin gesagt. Ja. 2016, das wird nichts mehr. Nee, das aber wird gut, nichts mehr. Das soll es eigentlich jetzt auch schon gewesen sein. Genau. Denke ich mal. Ach so, na, eine Sache noch. Wir haben ja gesagt, dass wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Mittwochabend streamen. Heute ist Mittwoch und heute gibt es dann auch irgendwann noch einen Abend. Wir werden es mal versuchen. Ja. Und das sollte mit dem Laptop auch ganz gut funktionieren. Wir wissen aber noch nicht, was wir streamen. Ob es ARK sein wird, wissen wir nicht. Vielleicht irgendwas anderes. Mal gucken. Wir überlegen uns was. Auf jeden Fall. Wir gucken mal, ne? Also wir können es ja nicht 100% garantieren, dass der Stream auch super läuft. Wobei mein Rechner ja funktioniert, deiner ja eben, du hast gucken. Ja jetzt quasi die gleiche Aufstellung wie vorher. Genau. Nur also, ich nicht mehr. Also lasst euch überraschen. Einfach einschalten um 19 Uhr geht's los. Okay, 19 Uhr. 19 Uhr auf Twitch geht's dann mit unserem Stream los, welches Spiel auch immer. Wir wissen es noch nicht. Link in der Videobeschreibung. Genau. So, jetzt reicht's aber langsam mal. Genug gelabert für ein Intro-Video. Also, ne, heute Abend einschalten nicht vergessen und wir sehen uns. Bis dann, ciao, ciao.